Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Monika Nirjana Kardinal, Bioenergietherapeutin und Heilerin. Kennst du eigentlich deine Aufgabe? Weißt du, warum du hier auf der Erde bist, was du hier zu tun hast? Und gerade jetzt in dieser aufregenden, schwierigen Zeit, ja, da ist es, denke ich, für viele von uns eine ganz große Frage. Wie kann ich jetzt den Aufstieg unterstützen? Was kann ich tun? Warum bin ich denn hier? Ich denke, das hat sich so jeder, fast jeder schon mal überlegt. Und ja, ich möchte so ein bisschen Klarheit euch geben, ein bisschen helfen, das Ganze besser zu verstehen. Denn die Wege der Seele auf der Erde, die sind ja schon sehr facettenreich. Das heißt, wir erleben so viele Dinge und machen so viel verschiedene Situationen durch, die sich ein Mensch überhaupt niemals ausdenken könnte. Wenn ich mein Leben so zurückblicke, was ich da alles für Situationen durchleben durfte, das ist schon unbeschreiblich. Die vielen Hochs und auch die sehr vielen Tiefs. Ja, es ist, ohne das alles wäre ich jetzt nicht hier und könnte meine Aufgabe auch gar nicht ausführen. Für mich ist meine Aufgabe, den Menschen zu helfen, zu erwachen, bewusst zu werden, heil zu werden. Das sind diese drei Hauptgebiete, einfach ja die Menschen zu unterstützen und auch die Menschen zu unterstützen, in die Fülle zu kommen. Das ist ganz deutlich und das wirkt in allen meinen Angeboten oder in all meinen Fernlehrgängen, in meinen Seminaren, Webinaren kommt das immer wieder vor. Ja, und was ist jetzt deine Aufgabe? Wenn du mal das Leben so zurückspulst, was du da alles erlebt hast, und ich würde sagen, besonders, wenn du mal die Tiefen anschaust, denn die Tiefen, das sind solche Momente, wo man ganz viel Erfahrung sammelt und diese Erfahrung dann auch an andere Menschen weitergeben kann. Also wirklich ein Tiefpunkt, wo du gar nicht mehr weißt, vielleicht wie es weitergeht. Ich kenne das von mir auch. Das heißt, ich war einmal in meinem Leben, stand ich tatsächlich vor dem Ruin. Total vor dem Ruin. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie es weiterging. Ich hatte alles verloren. Selbst mein Ehemann hatte ich verloren. Das Haus, alle materiellen Güter, alles war weg. Und in diesem Moment habe ich mir überlegt, was tust du eigentlich hier? Gibt es denn nicht noch mehr als wie arbeiten, Fernsehen schauen, essen und ins Bett gehen? Ja, und dann kamen eben die Durchsagen von der geistigen Welt. Und die haben mir dann sehr geholfen, zu sehen, wie es weitergehen kann und was meine Aufgabe ist. Also ich habe mich damals so intensiv mit der geistigen Welt verbunden. Es reicht ja, wenn man spricht, praktisch wenn man mit seiner Seele spricht, und zuhört, beziehungsweise die Impulse der Seele spürt und dann auch versteht, was zu tun ist und das dann auch tut. Und für mich waren das einfach Wegweiser, widme dich mehr der Spiritualität. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe es einfach getan, ohne zu hinterfragen, sondern einfach gemacht. Und das war dann auch, das war gut, weil das ist mein Weg. Sonst wäre ich heute ja nicht hier und könnte euch das erzählen. Wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr wirklich nicht mehr ein- und aus wisst, wo alles
so aussichtslos erscheint, dann geht in die Meditation, geht in die, ja, in die Nähe zu eurer Seele, vertieft euch ganz tief hier in das Herz und in die Stille und dann hört, was gesagt wird oder empfangt die Bilder oder einfach auch die Gefühle, lauscht in euch hinein und dann wird doch einiges klar. Und wer damit vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten ist, dem wird dann, also der auch in die Stille geht und einfach mal meditiert und wer in diesem Moment nichts empfängt, der wird dann auf andere Art und Weise plötzlich Menschen treffen, die eine Botschaft haben oder vielleicht in einem Buch einen Satz lesen und genau wissen, ach ja, das ist es, das möchte ich gerne machen oder auf YouTube etwas finden, was dich total berührt und in dem Moment, du spürst es einfach, du weißt es ganz genau, oh ja, das tue ich und das mache ich und das ist ein Teil deiner Aufgabe. Denn sonst würde dieser Seelenimpuls gar nicht so stark sein, sonst würdest du den gar nicht so sehr fühlen. Und dann führ ihn auch aus. Also du solltest ihn dann wirklich ausführen, diesen Impuls, denn meistens kommt ja dann der Verstand und der sagt, du, so ein Quatsch, das ist gar nichts für dich oder das kannst du nicht oder ja, das ist einfach nicht gut für dich. Dann machst du einen Umweg. Einen Umweg, der dich wieder vom Weg abbringt und du dann sicher wieder mal diesen Impuls bekommen wirst, aber dann hast du halt auch Zeit verloren. Also der Verstand, das ist so einer, der möchte immer gerne an dem festhalten, was er gewohnt ist, so wie es ist, und zweifelt deswegen alles Neue erstmal an. Ja, und wenn du also sehr auf deinen Verstand hörst, dann kommst du in dieser Beziehung nicht so richtig voran. Das sage ich sehr oft auch meinen Klienten und die verstehen das auch. Also es ist einfach, wenn was Neues kommt, muss man sich auch getrauen, einfach mal das zu tun. Völlig egal, was die anderen jetzt denken oder völlig egal, ob der Verstand sagt, das kannst du doch gar nicht oder das bist du ja gar nicht oder das ist nichts für dich. Einfach mal was wagen und dies dann tun und ich bin sicher, danach kommt dieser große Aha-Effekt. Aha, oh Gott, es war so schön und ich habe so viel für mich gelernt und ich habe so eine tolle Erfahrung gemacht. Und genau das sind die Momente, in welchen du in deiner Lebensaufgabe bist. Das musst du mal jetzt auf dich wirken lassen, weil genau das ist es, was also dich dann auch weiterbringt. Denn wo du diese große Bestätigung von dir selbst bekommst, oh ja, das ist es und ich bin sowas von begeistert, dann wird auch sofort der nächste Impuls kommen. Und so trägt dich ein Impuls nach dem anderen immer weiter in deinem Leben. Und das ist sowas von schön. Also ich kann euch nur empfehlen, gebt euch einfach euren Impulsen hin und führt die auch aus. Und dann erkennst du deine Lebensaufgabe. Denn deine Seele, die weiß ganz genau, was deine Lebensaufgabe ist. Und sie wird dir auch immer wieder neue Impulse senden, denn sie möchte ja, dass du in diesem Leben vorankommst. Und zwar auf dem richtigen Weg. Das ist ganz wichtig. Ja, und jetzt werde ich für euch eine Meditation machen, eine gechannelte Meditation, in welchen ihr da einen tieferen Zugang bekommt und auch die Lebensaufgabe erkennen könnt. So, jetzt sprühe ich mich nochmal ein. Ich habe hier eine tolle Essenz. Immer noch von Merlin. Merlin ist einfach sehr wichtig. Merlin hat so viel Weisheit und so viel Allmacht, so viel Magie. Und diese Energie werde ich jetzt nutzen für uns.
Ich werde mich vorher erden auf allen Ebenen mit der Smarana-Erdung und dann werde ich mich verbinden mit der geistigen Welt, mit meiner Seele und dann werden die Botschaften für dich kommen. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Geliebtes Menschenkind, sei ganz besonders begrüßt mit der Energie von Smarana. Die Engel haben sich bereits versammelt, denn die Engel kennen deine Bestimmung und deine Seele, sie weiß ganz genau, was gut für dich ist. Um dir zu helfen, dass du diesen Weg, welcher für dich, für dieses Leben gekennzeichnet und geschrieben wurde, dass du diesen Weg besser erkennst, werden dich heute die Engel begleiten und sie werden in deiner Seele wirken, wenn du dies erlaubst. Und so möchte ich dich bitten, das Licht von Smarana einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen. Smarana fließt zu dir. Dieses Licht der Liebe kommt direkt aus Gottes Gedankenfeld, der vollkommenen Liebe, welche immer ist. Und dieses Licht der Liebe hüllt dich jetzt ein. Manche von euch werden die Engel singen hören, denn sie singen Smarana. Du bist ganz herzlich willkommen. Und so darfst du nun mit einem Atemzug der Liebe dein Herz öffnen und mit einem weiteren Atemzug der Liebe in das Feld von Smarana eintauchen. Dort wirst du begrüßt, voller Freude und Achtsamkeit, zeigen dir die Engel einen Bildschirm. Mach es dir bequem und betrachte diesen Bildschirm. Die Engel werden nun Bilder zu dir senden, Bilder der Liebe und Energien des Lichtes, sodass es dir möglich sein wird, Dinge für dein Leben zu erkennen, Situationen zu erkennen, in welchen du genau richtig bist. Und so lasse die Energien jetzt auf dich wirken. Lasse das Licht in dir leuchten, währenddessen die Engel dir Bilder senden. Und auch wenn du vielleicht keine Bilder empfangen kannst, so wirst du Gefühle erleben oder es wird dir warm. Und dann wirst du später, wenn du gar nicht mehr daran denkst, in deinem alltäglichen Leben eine Situation erleben, in welcher du erkennst, dass das, was du gerade erlebst, auch für dich wichtig ist. Und dann wirst du den Impuls erhalten, in diese Richtung weiterzugehen. Und so lasse dich nun tragen von den Energien, welche jetzt zu dir gebracht werden. Tauche ein in die Töne der Wirklichkeit, denn sie streicheln deine Seele. Und sie öffnen dein Herz. Alles geschieht voller Liebe. Und alles geschieht
so wie es richtig und gut für dich ist. Und nun lade die göttliche Energie von Smarana zu dir ein. Denn die vollkommene Liebe Gottes wird dich führen und beschützen. So ist es, so sei es, so ist es. Die Engel, sie lächeln dir zu. Und sie flüstern, hier bist du richtig, wir sind bei dir. Und immer, wenn du einmal wiederkommst und uns besuchst, werden wir dir neue Bilder zeigen, werden wir dir genau das zeigen, was für dich auf deinem Lebensplan vorgesehen ist. Und so zweifle nicht an deinen Gefühlen, zweifle niemals an deinen Herzensimpulsen, denn sie sind ein Flüstern deiner Seele, welche dich so sehr liebt. Und so tragen dich nun die Engel wieder zurück in dein Zuhause auf der Erde. Sie haben für dich voller Liebe gewirkt. Und du spürst, dass du dich ausgedehnt hast, dass dein Lichtkörper an Größe zugenommen hat, denn es wurde deine Energie erhöht. Deine Energie, je höher sie ist, umso feiner kannst du wahrnehmen. Und dies ist das Geschenk, was du heute zusätzlich erhalten hast. Und dann komme, während die Engel sich langsam von dir verabschieden, wieder in dein Hier und Jetzt zurück, bewege deine Hände und Füße und sei wieder ganz da. Und ich komme auch wieder in das Hier und Jetzt zurück und ich freue mich sehr, dass ich diese Meditation für dich channeln durfte. Ja, nun bin ich natürlich wieder sehr gespannt, was ihr erleben durftet, wie es für euch war. Ich habe also so für mich selbst gesehen, was ich noch verbessern kann bei mir, was ich noch zusätzlich tun kann, um noch viel mehr für euch da sein zu dürfen. Diese Bilder wurden mir gezeigt und ich bin sehr dankbar dafür und ich werde auch alles sehr gerne annehmen, was mir gezeigt wurde. Ja, es war eine schöne Zeit mit euch und wir sehen uns dann auch gleich zur nächsten Sendung. Bis dahin sage ich Smarana und alles Liebe für euch.